Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht weiter an unserem Golf. Wir haben ja im letzten Video schon den Ölkühler und die Wasserpumpe getauscht. Das ist soweit wieder eingebaut. Ja, heute wollen wir denn jetzt die Ansaugkanäle strahlen. Wir hatten ja beim Zerlegen so die unschöne Entdeckung gemacht, dass er denn noch die Ansaugkanäle, sagen wir mal, so ein bisschen zugesetzt sind. Das ist noch im Anfangsstadium. Ich mache mal Licht, gucken wir uns das nochmal eben an. So, wenn man da jetzt so reinguckt, sieht man da ja schon so richtig schön die Ablagerung. Da in den anderen Kanälen auch. Da. Ja. Das wollen wir jetzt strahlen. Ich werde hier mal ein bisschen vorbereiten. Ein bisschen abkleben und sowas. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Vorbereitet. Wir haben hier alles abgeklebt, dass uns dann nirgendwo was reinfliegt. Ich habe mir hier einen Staubsaugeranschluss hingemacht, dass wir das gleich wieder absaugen können. Hier durch das Loch kommt die Strahlpistole gleich, dass wir in die Ansaugkanäle rein können. Ja, ihr fragt euch jetzt, womit strahlen wir das Ganze überhaupt? Jeder hat da so sein eigenes Rezept, Patent. Die einen nehmen Walnussschalen. Man kann das Ganze auch im eingebauten Zustand chemisch machen. Ich möchte das hier, weil das ohnehin schon abgebaut war, die Ansaugbrücke, will ich es deshalb strahlen. Sonst hätte ich dies wahrscheinlich noch chemisch gemacht. Also, ich strahle mit Backpulver. Backpulver sieht denn so aus. Das ist hier so ein weißes Pulver. Hier so. Halt nochmal Pulverkram. Nein, kein Koks, nix. Sieht nur so aus. Ich habe das da mal mit probiert, das ging ganz gut, deswegen bin ich dabei geblieben. Das wollen wir jetzt machen, geht jetzt los. Nach dem ersten Durchgang, wie man sieht, da hinten in der Ecke, so, da sitzt immer noch jede Menge, aber so, die Ansätze sind da. Wir machen weiter. Ja, ersten Zylinder haben wir jetzt soweit sauber, ist nicht ganz sauber, aber ich sag mal 99%. Ich glaube, das kann man so verkaufen, im Gegensatz zu vorher. So, man könnte jetzt natürlich noch weitermachen, um auch die letzten Fitzel da wegzubekommen. Ich denke aber,
So können wir mit dem Ergebnis schon gut leben. Ich habe jetzt ungefähr, wie spät ist, 3/4 Stunde gebraucht für den Zylinder. Ich mache die restlichen 3 jetzt auch noch mal eben fertig und wir sehen uns nachher wieder. So Leute, mittlerweile ist Nachmittag. Lass mich kurz gucken. 2:15. Also der ganze Spaß hat jetzt gute 3,5, 4 Stunden gedauert. Wir haben mittlerweile alle 4 Kanäle gestrahlt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Mal noch mal ein bisschen Licht dazu. So, und ich denke, das kann sich doch sehen lassen. Jetzt kriegt der Motor wieder vernünftig Luft. Das haben wir soweit alles sauber. Ich habe hier diese Bleche hier, diese Luftleitbleche, nenne ich sie jetzt einfach mal, die da ja so drinne stecken. So, die habe ich dann mittlerweile auch gestrahlt, sind auch alles sauber. Ja, ich baue hier mal den Rest zusammen und wir sehen uns später. Ein neuer Tag. Da ist mir doch am Wochenende, als ich die Ansaugkanäle gestrahlt habe und das zusammenbauen wollte, von der Einspritzdüse hier so ein kleiner Abstandshalter kaputt gebrochen. Hier, so sieht der aus. Ja, der war dann weg. Ich habe ihn nicht wiedergefunden. Jetzt musste ich den erst neu bestellen. Und deswegen bauen wir es heute zusammen. Der wird hier auch nur so drüber gesteckt und eben so ein bisschen raufgeklipst. So, mehr ist das auch nicht. Der ist halt nur dafür da, dass die Einspritzdüse nicht weiter in den Zylinderkopf kam. Ja, hat das Ganze halt einen Tag länger gedauert, aber wir bauen den jetzt zusammen. Zusammengebaut haben wir jetzt alles. Ich lasse den Motor gerade warm laufen, um zu gucken, ob denn alles dicht ist. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Ich denke, das soll es bis hierhin gewesen sein. Ein Teil gibt es noch. Dann werden wir mal eine Leistungsmessung machen, dass wir den Motor hier so, sag ich mal, quasi im Stand schön belasten können. Und dann werden wir mal gucken und messen, ob es denn jetzt mit der Öltemperatur besser geworden ist. Ja Leute, das war's. Danke fürs Zusehen. Gerne abonnieren, teilen, liken. Freuen wir uns immer drüber. Abonnenten brauchen wir immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.